Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Kurz Fallout 4, wo wir heute mal den Anweisungen folgen wollen und mit Hi-Rise reden. Hi! Hi-Rise. Und Rise. Da sind wir auch schon. Eine ganz normale Nacht für einen Agenten, was? Ja, irgendwie war's ja schon einfach, ne? Aber ich meine, wir sind ja auch kein Babysitter, wir können ja auch mal so ein bisschen hier die edgy Sachen machen. Wir machen jetzt mal edgy, Alter. Ich bin nicht zur Railroad gegangen, um dein Babysitter zu sein. Tut mir leid, wenn ich aufdringlich war. Aber hey, wir wollen uns doch alle um die Sünds kümmern, stimmt's? Wenn du je Essen, Kugeln oder auch nur ein Nickerchen brauchst, komm mit dem Aufzug hoch nach Tycon. Bist stets willkommen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um H2 kümmern. Bis später. Natürlich, auf Wiedersehen, Alter. Jo, der Typ, ja, dann ist quasi jetzt im Grunde genommen die Einführung in, ich sag jetzt mal, die nächste Stadt. Das ist so die Stadt der, keine Ahnung, Synths oder was, keine Ahnung, hier oben in dem Aufzug. Ich muss da jetzt nicht hingehen, weil da passiert ehrlich gesagt relativ wenig. zumindest meines Wissens nach. Wenn da irgendwas passiert, was ich total unbedingt gucken muss, bitte in den Comments, sagt mir Bescheid. Dann gucke ich mir das natürlich gerne an. Was geht hier eigentlich so? Was wir hier denn? Ach, guck mal, hi. Ein Glowing. Was zur Hölle war das jetzt? Ich hab doch nur gezählt. Was zur Hölle? Nein! Was? Was war das? Alter? Ich habe ohne Scheiß nur mir den Glowing One angeguckt und habe L2 gedrückt zum Zielen. Zum Zoomen mit meiner tollen Waffe. Stattdessen lande ich 40 Meter in der... Was auch immer du sagst, Fallout 4, Alter. Sag mir bitte, ich wollte gerade sagen, sag mir bitte, dass zumindest mein letzter Autosave nicht so lange her ist. Da sind wir auch schon. Eine ganz normale Nacht für einen Agenten, was? Ja, war einfach. Wir machen dann unser Edgy-Ding mal nicht. Gehört alles zum Service. Was? Ich glaube, ich werde dich sogar noch mehr mögen als Glory. Wenn du je Essen, Kugeln oder auch nur ein Nickerchen brauchst, komm mit dem Aufzug hoch nach Tycon. Bist stets willkommen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um H2 kümmern. Bis später. Auf Wiedersehen, Alter. Weißt du was, ich werde das jetzt versuchen zu regeln, so, wahrscheinlich funktioniert das nicht nochmal so. Die Frage ist natürlich, wahrscheinlich war das an einer exakt, irgendwie, einer ganz exakten Stelle, hier jetzt. Ja, das war das Einzige, was ich gerade versucht habe. Mehr habe ich gerade eigentlich nicht versucht. Und ich werde es nie wieder hinkriegen, schön, danke, aber Gott sei Dank habe ich es aufgenommen. okay, also jedenfalls diese Stadt da, keine Ahnung, wenn da irgendwer weiß, was man da so tolle machen kann. Ich habe keine Ahnung, ich war da nur einmal kurz drin, habe mich, nicht wirklich orientieren können. Und hab's dann gelassen, meine Damen und Herren. Zurück zum Doktor, wie auch immer der Mann heißt. Okay, dann wollen wir mal sehen, was der Typ hier so... Hier, also wenn die jetzt nicht dankbar dafür sind, dann ich... Ach guck mal, die schlafen. Aber die haben Gottverdammt nochmal aufzustehen, weil der große Crozini von Crozenhausen kommt. Carrington, hier hat man ja gar keine Ruhe mehr. Das war aber sehr spontan. Alter, was passiert heute? Die Sache mit H222 wurde erledigt? Natürlich. Aber es gibt noch mehr, was getan werden muss. Seit dem Untergang des Switchboards haben wir den Status aller Unterschlüpfe bis auf 2 ermittelt. Ich möchte, dass du nach Augusta schaust. Weißt du, eigentlich ist er ja nicht mein Boss. Normalerweise, also den Typ mag ich wirklich nicht, ne? Also, Na, was soll schon schief gehen? Du bist nicht mein Boss. Bis wir die Schlachterrechnung des Institutangriffs bekommen, unterstehen alle Agenten mir. Ist das so? Du ebenfalls. Genaueres erfährst du am toten Briefkasten. Sei vorsichtig. Es kann sehr gut sein, dass dich etwas Übles erwartet. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, ob das jetzt diese ganzen laufenden Quests sind, die random generiert werden, oder ob das tatsächlich noch normale Quests sind. Moment. Na, ich bin mir nicht so ganz sicher. Deswegen werde ich jetzt einfach mal, bevor mir irgendwie eine Quest fehlt oder so, oder bevor ich irgendwie dann am Ende irgendwie hängen bleibe, werde das, glaube ich, besser mal tun, meine Damen und Herren. Übrigens schön, dass ich dann doch mittlerweile ein Fast-Travel-Dingsbums habe in die Dingsbums rein direkt. Das war fürchterlich toll und fürchterlich entgegenkommt von Fallout 4. Also, ich weiß nicht... Ich weiß, dass irgendwann diese Questlines von diesen Fractions in diesem Spiel im Grunde genommen... erstmal pausieren und man dann nur noch diese random generierten Dinger bekommt. Ich, keine Ahnung, für mich fühlt sich das jetzt gerade an, als wäre das eine diese. Ich bin mir aber leider nicht so ganz sicher. Aber irgendwann kommt dann irgendwie in der Main Quest dann wieder der Punkt, wo man dann für jede Fraction weiterhin Missionen machen kann. Also ist aber manchmal ein bisschen schwer abzuschätzen, wann denn dieser Punkt ist, wenn man nicht eine komplette Walkthrough nutzt, was ich hier gerade nicht tue, weil das wäre ja irgendwie dann auch öde, weil so ein bisschen... ich meine, gut, das Spiel ja, hält natürlich eigentlich auch mehr als genug Händchen, deswegen sollte das normalerweise gehen. Ich glaube aber, dass diese Missionen... Deswegen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Nee, wollte ich nicht hin. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil die Missionen, die nur diesen Daumen nach oben
Bobblehead haben. Ich glaube, dass das nur diese random generierten sind. Deswegen bin ich mir gerade wirklich nicht so ganz sicher, ob wir das jetzt machen oder ob wir... Wisst ihr was? Ich gehe erstmal zu Dr. Amari. Scheiß drauf. Wir gehen zu Dr. Amari. Nein, 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 nein. Wir machen jetzt was anderes. Wir haben genug Railroad gemacht in den letzten Videos. Wird Zeit für was Neues. So, erstmal schauen, wo sich dieser Dr. Amari, dieser... Oh nein. Gelber Dingsbums-Scheiß. Das ist das Schlimmste an diesem Spiel. Wo findet sich dieser ominöse Dr. Schnitzelhausen denn? Warte mal. Ach, ganz in der Nähe. Ach, da können wir ja laufen. Das ist ja schön. Ach, das ist ja, hör mal, das ist ja praktisch. Wobei, ich hätte jetzt eigentlich, hätte ich lieber gefast-traveled. Oder wäre ich lieber gefast-traveled? Dogmeat hat was gefunden. Wo? Hi, sag mir, wo was gefunden? Ja, guten Tag. Das Hundefleisch, der ist ja schon gelootet. Mr. Doc, Meat, Typ. Hast du mich belogen? Du hast mich hintergangen. Wie soll ich dir jemals wieder vertrauen, Hund? Wie dem auch sei. Also jedenfalls wäre ich eigentlich lieber gefast-traveled, weil dann wäre dieser scheiß hier gelbe... Was denn? Dieser scheiß gelbe Regen irgendwie weg. Und das wäre toll gewesen. Ach, hier so, meinst du? Und dieser scheiß gelbe Regen ist ein ziemlicher Arschloch eigentlich, weil... Ich bin jetzt nicht... Nein, hier ist überhaupt keiner. Nein, 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 hier ist keiner. Und schon gar kein Supermutant. Ich habe keinen gesehen. Ich habe auch keinen gehört. Und ich möchte auch einfach nur ganz schnell wieder weg. Was bin ich froh, wenn ich diese scheiß Workbench habe und endlich mal meine Waffen upgraden kann? Dieser scheiß gelbe Regen jedenfalls ist so ziemlich die absolut größte Katastrophe in diesem ganzen scheiß Spiel, weil... ist das nervig. Weil die, keine Ahnung, alle paar Sekunden, jedes Mal, wenn es blitzt, kriegt man dann einen so ein bisschen Red-Schaden. Das ist natürlich ziemlich uncool. Ein leerer Blutsack, ja Gott sei Dank. Weil, keine Ahnung, Red-Schaden so ziemlich die einzige Möglichkeit ist, permanenten Schaden zu nehmen, den man nicht heilen kann. Ich meine, man kann natürlich heilen mit Red-X, aber... oder Red-Away? Red-Away eher, ne? Ja, mit Red-Away. Und deswegen, im Grunde genommen geht das dann natürlich auch wieder. Aber auf der anderen Seite sind Red-Away natürlich ziemlich rar und, wenn man sie nicht findet, ziemlich teuer. Also, was knistert hier? Irgendwas ist hier schon wieder... was zur Hölle ist das? Egal, wir gehen mal davon aus, dass da nichts ist, was für mich irgendeine... Was? Irgendeine Relevanz besitzt? Wo sehe ich hier hin? Das liegt jetzt einfach so hier auf der Straße rum. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passiert hier gerade. Super. Jetzt habe ich schon gedacht, ich kann mal wieder meine tolle Grognax-Axt nutzen, aber leider nur... Warum braucht die so viel Schaden? Dann halt doch Grognax-Axt. Dann kriegst du es mit Grognax-Axt höchstpersönlich. Kriegst du mit Grognax verfickte Axt auf die Schnauze. Dann hast du erst. Darf ich hier schlafen? Nee, kann ich nicht, weil ein verfickter Feind ist. Oh nein. Oh. Okay, ich bin davon ausgegangen, dass es jetzt ein bisschen schwieriger wird, aber... Gut, wenn Hundi das regelt, dann sind wir damit natürlich auch glücklich und zufrieden. Ist alles okay. Nehme ich gerne so hin. Überhaupt kein Problem, Alter. Ich frage mich die ganze Zeit, da dieser Waypoint hinter diesem Haus ist, ob ich jetzt irgendwie um dieses Haus noch rumkomme. Das wäre nämlich schön. Weil wenn nicht, muss ich wahrscheinlich doch fast traveln, habe die ganzen Red-Schaden-Scheiße hier umsonst genommen und alles wäre traurig, schade und grau. Und dieser verfickte Affe. Irgendwas hat es mit diesen verfickten Affen bestimmt auf sich. Ich werde mich jetzt nicht mit den Raidern da an... Nein, 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 hier ist keiner. Nein, hier ist überhaupt niemand. Ich habe nie irgendwen gesehen, in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich bin die ganze Zeit einsam und alleine, beides. Die ganze verfickte Zeit. Kann ich kochen? Ach nee, kann ich nicht, weil verfickter... Ja, ist richtig. Ich wollte kochen. Und dann kommt ihr mir entgegen. Du sagst es. Lady, Alter. Lady Gaga. Was für verfickte Feinde. Weil die 40.000 Meter unter mir irgendwo liegen, heißt das, dass ich jetzt nicht schlafen kann. Das ist ziemlich gemein. Nichts. Es war nichts. Ich habe nichts gehört und ich habe nichts gesehen und ich möchte eigentlich nur zu meinem Ziel. Was war zu leicht? Soll ich dich ein bisschen mehr herausfordern? Bist du zu wenig herausgefordert? Kann ich mehr... Tollwütig. Oh, okay. Ich habe gedacht, dass dadurch, dass da tollwütig steht, dass es jetzt vielleicht ein kleines bisschen schwieriger wird, aber nö, scheinbar nicht. Dann machen wir das halt so, ist auch okay. Aber Fleisch, gib mir mehr Fleisch. Erkennungsmarken? Okay, nee, wir freuen uns über unsere Erkennungsmarken. Und vor allem, was? Dann spawn einfach unter mir. Wenn du sonst nichts zu tun hast in deinem gottverdammten Scheißleben, dann spawn halt einfach unter mir. Was war was? Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich hörte die ganze Zeit nur reden und ein Stimpack habe ich gefunden. Ich meine, gut, also von dem her hat sich natürlich dann im Grunde genommen gelohnt. Die sind irgendwo über mir. Ach, die sind da oben auf der Straße. Aber ich muss ja immer noch hier hinter. Kann ich nicht einfach hier rumgehen irgendwie? Du hattest voll den Spaß. Ja, tut mir leid. Du hättest mit Sicherheit weniger Spaß gehabt, wenn ich dich umgebracht hätte. Jetzt muss ich tatsächlich hier irgendwie außen rumlaufen. Das ist aber ziemlich uncool. Schon wieder eine Cooking Station, die ich schon wieder nicht nutzen kann, weil ich schon wieder im Kampf bin angeblich. Damit kämpfe ich überhaupt nicht. Das Spiel bevormundet mich. Ich bin ein starker, unabhängiger Mann. Ich möchte nicht... Jetzt hänge ich hier irgendwo in dieser Scheißecke. Weißt du was? Ach nee, ich kann ja nicht feststellen, weil Feinde in der Gegend sind. Oh, du Scheiße. Das sind jetzt hier, weißt du, das sind die Situationen, die man in Fallout 4 unbedingt braucht. Kann ich nicht einfach irgendwo hingehen, wo gerade keine Feinde sind irgendwie? Das wäre doch irgendwie... Super, ein ungefüllter Kickball. Toll. Dafür aber Hunde. Alter Schwede. Oh, Scheiße, die Hunde bringen mich fast um. Ich sollte vielleicht mal hier so machen, vielleicht. So ein kleines bisschen. So vorsichtshalber. Würdest du bitte verfickt nochmal aufhören, mir meinen verfickten Schlacht die ganze Zeit zu unterbrechen, du Arschschwein.
Ja, Arschschwein, ich hab's gesagt. So, hat er es davon. Selbst schuld. Wenn er meint, er müsste mich dauernd mit meinem Schlag unterbrechen. Wo ist das Ding denn jetzt, das Tote? Ich brauche mein Hundefleisch. Da, so, meine Fresse. Ist das so viel verlangt, mein verficktes Hundefleisch mitnehmen zu dürfen? Nein, ist es nicht. So. Nein. Jetzt, pass mal auf jetzt. Jetzt pass mal auf. Okay, du bist jetzt also der Meinung. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Du bist aber der Meinung offensichtlich, dass du die ganze Zeit auf mich schießen musst, obwohl ich nicht mal mehr weiß, wo du stehst. Da steht ihr Schweinesäcke. Pass mal auf jetzt, ihr Kopfschuss, mein Freund. Mit einer 50%igen Chance. Was willst du wetten, dass ich nicht treffe? Oh, ich hätte die Wette wahrscheinlich verloren. Ja, ich hätte die Wette verloren. Wie schön. Tja, für die Leute, die nicht mit mir gewettet hatten, habt ihr jetzt davon. Hättet aber gemacht, ne? So, du Freundchen, mit deinem tollen Sack auf dem Kopf. Bumm. Hab ich dich jetzt getroffen? Ach du Scheiße. Ich bin maßlos begeistert und überrascht. Von mir selbst. Und der Knarre. Gott sei Dank habe ich das Sniper Rifle. Der Hund hat das ja gefunden. Gott sei Dank hat der Hund das Sniper Rifle irgendwann mal gefunden. Das Ding hat mir nämlich jetzt richtig im Grunde genommen. Ja, den Arsch gerettet ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber das hat auf jeden Fall ziemlich geholfen, meine Damen und Herren. Darf ich jetzt fast traveln? So ein kleines bisschen. Wobei, warte mal. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich schon mal hier bin, kann ich natürlich jetzt mal eben. Was für ein Nichts? Hast du mich jetzt gerade Nichts genannt, meine Liebe? Pass mal lieber auf. Wenn du wüsstest, wer vor dir steht. Ja, ich bin der große Cruzini von Kurzenhausen. Immer noch. Wie komme ich denn jetzt hier rum um den Scheißort, Mensch? Hier so? Ich gehe jetzt einfach mal hier rum. Ist das hier offen? Bitte lass das hier offen sein. Ja, das sieht offen aus. Gott sei Dank. Sonst wäre ich auch langsam irgendwie so ein bisschen. So ein bisschen nicht mehr mit der Gesamtsituation zufrieden. Und das wäre, wenn wir mit der Gesamtsituation nicht mehr zufrieden sind, du, dann, das wäre ganz, ganz schade. Also für alle Beteiligten. Vor allem für Fallout 4. Weil dann. Nein. Nein, nicht. Ach, was für ein Feind zum Sterben. Wir sind doch alle Freunde, Mr. Supermutant. Das hast du komplett falsch verstanden. So nicht. Weißt du? Wir machen das jetzt anders. Wir sind jetzt gottverdammte Pazifisten. Ach, scheiß drauf. Kämpf du mal ruhig mit meinem Hund. Ich gehe hier hin. Kriege ich jetzt bitte meine Fast Travel Location endlich? Das wäre sehr nett. Gib mir doch bitte eine Fast Travel Location. Okay, keine Fast Travel Location. Das heißt, ich muss jetzt quasi hier rein? Aber ich wollte eigentlich noch kurz, bevor ich da reingehe. Ach, weißt du was, scheiß drauf. Wenn ich hier sowieso schon hier stehe, kann ich auch da reingehen. Ich wollte eigentlich kurz Sachen verkaufen und so ein Scheiß, aber gut, dann nicht. So, ein halbes Level noch. Direkt die nächste Stadt im Grunde genommen. Jetzt haben wir hier die Städte hier, aber eine Name nah aneinander raus. Zum ersten Mal in Finn direkt. Den Namen habe ich in den letzten Tagen schon mal irgendwo gehört. Was war die Frage? Warte mal, ich mache jetzt mal hier Quicksave und dann sage ich, verpiss dich. Ich weiß genau, du vermisst mich. Es wird schief gehen. Sonst brauchst du gleich eine Versicherung. Oh, es hat geklappt. Hör mal, noch ein halbes Level, dann sind wir Level 14. Und am Ende ich zu Hause. So. Immer mit der Ruhe. Hi, cooler Hut. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon, wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Aber er hat sich doch eigentlich am Ende mit mir vertragen, Alter. Musstest du sowas sagen, hm? Egal, dann können wir zumindest looten. Also. Ich weiß, dass du mit Finn klargekommen wärst. Ja, richtig. Als Bürgermeister muss ich manchmal zeigen, wer hier das Sagen hat. Indem du Menschen erstichst. Du bist ein verdammt vertrauenswürdiger Mensch, Alter. Was war die Frage? Was war die Frage? Ja. Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Ja, Gott sei Dank. Ja, verstehe schon. Gut, wenn du cool bleibst, wirst du dich hier ganz schnell einleben. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Ja, Hancock-Reifen, ist vollkommen in Ordnung, Alter. Das ist ja schon mal eine Stadt, in der ich mich total wohlfühle, Alter. Mensch, ich werde begrüßt von dem Typ, der mich bestechen will, und dann wird der Typ einfach umgebracht. Toll, handeln. Zeig mal, was du so hast. Du kannst Zahlen oder Sachen eintauschen, wie du willst. Ja, das ist nett, dass du mir gerade das Trading-System von Fallout 4 erklärt hast. Toll, danke. Oh. Die Sachen sind bestimmt. Oh. Oh. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Aber 900. Nja. Ich glaube, ich werde trotzdem erstmal. Ich werde erstmal gucken, dass ich mein Old Faithful bekomme, weil da spare ich jetzt die ganze Zeit drauf und das soll Gottverdammt nochmal so bleiben. Aber erstmal verkaufen. Bergbauhelm. Ne, den behalte ich. Toll. Okay, 2300 Dinger haben wir schon. Also hier Bottlecaps. Dinger.
Das ist natürlich wunderschön. Das heißt, wir können dann wahrscheinlich bis zum nächsten Level fast direkt unsere OP-Pool kaufen. Und mit... Muss ich hier überhaupt rein? Nein, muss ich nicht. Shit. Und sie wussten nicht, was sie taten. Also jedenfalls können wir dann unsere Workbench endlich kaufen und passend zur Workbench dann auch unsere Oath Faithful. Das heißt, wir können Oath Faithful kaufen, und direkt verbessern. Alter, besser geht's doch gar nicht. Was kenne ich? Schach? Hat die mich gerade gefragt, ob ich Schach kenne? Ja, ich kenne Schach. Danke der Nachfrage. Was? Was für eine Relevanz hat es, ob ich Schach kenne? Aber gut, wir wollen mal mit dem Flow und so weiter. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann. Mit dem Flow gehen, Alter. Renn nur einfach sehr verfickt nochmal athletisch für einen gottverdammten Roboter. Also nicht, dass ein Roboter nicht athletisch sein kann, aber irgendwie wirkte das jetzt gerade irgendwie merkwürdig auf mich. Was hier drin sich befindet, meine Damen und Herren. Werden wir allerdings im nächsten Video erst rausfinden. Ist nett, dass ihr mit meinem Witz lacht, danke. Sehr, sehr entgegenkommt, Alter. Sollte euch dieses Video gefallen haben, liebe Leute, wie immer, bitte, like mal kaputt, meine Damen und Herren. Überflutet die Kommentare, sagt euren Freunden Bescheid, euren Verwandten, Haustieren, sonst wem, auf Facebook oder sonst wo. Teilt die Videos mit denen und so. Wäre total cool von euch, würde mir richtig viel weiterhelfen und mich richtig freuen, meine Damen und Herren. Jeden Subscriber sowieso herzlich willkommen, Freund oder Freund. Seid drin natürlich, wie immer, gähn nicht, ich mache mein Outro. Alter, das ist wichtiges Business hier, mein Freund. Vielen lieben Dank, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und hochoffiziell und wegenderweise. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Guck nicht so blöd. Nein, du guckst nicht blöd. Du bist ein Nil. Ja, mein kleiner Freund. Ja, wie geht der, mein kleiner Freund? Tschö.